oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App der Folge mit einer Android-App. Der App Facebook Gaming Watch Play and Connect von Facebook. Größe variiert je nach Gerät ebenso die erforderliche Android-Versionsnummer. Die aktuelle Versionsnummer ist 87.0.0.0.0. In-App-Käufe gibt es 1,09 € bis 109,99 € pro Artikel. Bin ich noch nicht drauf gestoßen, ganz ehrlich. Und bei 84.960 Gesamtbewertungen eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,2 von 5 Sternen. Facebook Gaming heißt euch willkommen in einer neuen Welt of Play. Share in the joy and fun of rooting for top streamers. Was macht ihr in der App? Ganz einfach, ihr könnt euch Streams von Spielen angucken. Wie sagt man? Let's Plays, sagt man, nehme ich an. Ich muss sagen, ich werde damit nicht warm. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter. Aber gut, das bleibt jedem selbst überlassen. Was könnt ihr noch machen? Gaming Groups, man kann sich da mit Leuten austauschen. Play gibt es noch. Play Instant Games anytime, anywhere, without having to download. Das ist ja noch ganz lustig und ihr könnt auch mit Leuten in der App chatten und Spiele halt herausfinden. Und ich glaube, man kann sogar, während ihr was auf dem Smartphone spielt, live gehen und das streamen, wenn mich nicht alles täuscht. Insgesamt, ja, also wer darin irgendwie Freude hat, für den ist Facebook Gaming wahrscheinlich was und wer Facebook nicht abgeneigt ist. Ansonsten, was gibt's da? Twitch und so. Nee, Twitch eigentlich nur, ne? Wie gesagt, ich bin da nicht drin. Aber kann man sich mal angucken, meiner Meinung nach. Jo, bleiben wir dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.